Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hier ist heute Trainingskranzspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, üben ist relativ. Wir müssen mit der ersten Bombe natürlich wieder alles lockern, wir wissen es ja. Also entweder hier rein oder hier rein. Wobei ich eigentlich eher hier tendiere, damit zumindest die Marken jetzt zumindest mal gelockert sind. Vielleicht so drauf werfen, dass sie schon mal vorher lockern und dann wegfliegen. Probieren wir es einfach aus. Jep, okay, alles klar. Jetzt können wir hier hinten ruhig reinwerfen. Hat ja gesehen, alles andere ist auch gelockert. Ich glaube, ich werde sogar hier reinwerfen, damit zumindest die Marken hier wegfliegen. Weil wenn ich hier reinwerfe, wisst ihr ja, dann drücken die nur sich ein bisschen nach rechts. Dann wird vielleicht die runterfallen, dann war es das. Hoffen wir es einfach mal. Ihr wisst ja, ich bin jetzt unbedingt kein großer Freund von Bombenkränen. Besonders wenn sie so fliegen wie hier. Ich gehe aber ganz nach links. Einfach nur um zu gucken, dass ich die halt jetzt noch einzeln runterwerfen kann. Ja, seht ihr, das habe ich gemeint. Jetzt, wenn noch eine mehr gelegen hätte, wären die noch weiter, noch weniger geflogen. Gut, dann gehen wir nochmal ganz nach links. So, alles klar. Man kann auch übrigens schön hier die Wand, hier komplett die Wand nutzen, um die Bombe abprallen zu lassen. Aber je nachdem, wie weit halt die Marke wegliegt, sollte man vielleicht dann doch lieber die Dinger benutzen. Wäre vielleicht ganz gut die Idee. So, alles klar. Also man kriegt es in 5 Runden komplettiert, aber genau aus dem Grund spiele ich diese Krähen eigentlich sehr ungern, weil, ja, man könnte vielleicht sogar mit 4 Runden das schaffen, je nachdem wie die Marken fliegen, aber ihr habt es ja gesehen. So, eine Runde haben wir auf jeden Fall. Und wir haben heute sogar interessanterweise 2 Kräne, die wir mit einer Runde spielen könnten, wobei beide halt wirklich ein Risiko darstellen. Werdet ihr gleich sehen. Bobby, nicht lange reden, ich möchte die Marken zeigen, die Kräne. Und zwar ist einmal der Majora's Mask Händler-Kran wieder da, wo mir nur noch der Händler fehlt. Und Problem ist da, dass halt die Wippe nach unten gedrückt wird, wenn man ihn greifen möchte, was natürlich dann das Risiko darstellt. Und unser Mario und Friends Block ist wieder da. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ich gehe am besten erstmal die ganzen Sachen hier durch, damit ihr euch das vorstellen könnt. So, da haben wir jetzt mal die ganzen Pokémon-Sachen und anderen Kram. So, und zwar einmal haben wir hier unseren Block. Und zwar wurde hier mir schon von Zuschauern bestätigt, dass wenn man hier so reingreift, dass man beide Marken greifen kann. Ob es immer klappt, weiß ich nicht. Dass man dann, wenn man beide Marken hat, dass der dann den Block hier nach rechts schiebt und dass man die Marken dann noch gut bekommen kann. Den Toad, den kriegt man in einem anderen Kran, genauso wie den Luigi. Den habe ich auch aus einem anderen Kran bekommen. Und ja, dann wäre zumindest mal die Idee, dass ich dann den hier spielen würde. Oder halt wie gesagt den hier. Aber da hatte ich schon mal versucht gehabt, ihn hier zu greifen und dann ist er nach unten gedrückt worden. Der Greifer hat ihn zwar gegriffen, aber hat ihn dann wieder fallen gelassen. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, eher was für 2 Runden, dass man irgendwie hingeht, dass man vielleicht einmal versucht zu greifen, dass er dann nachher nach unten rutscht und dass man dann mit der zweiten Griff, wenn er hier unten liegt, dann greift. Oder dass man halt hier den, den Link greift, dass halt er ihn nach rechts schiebt, dass man den Link bekommt und den hier dann auch hier unten liegt. Kann natürlich auch sein, dass er den Link fallen lässt und dann hier oben drauf landet und dann hat man ein Problem. Ihr kennt es ja. Ansonsten könnte man auch den hier spielen, aber da habe ich auch schon versucht hier reinzugreifen. Der Mark bleibt ja natürlich liegen. Wäre eher was für 2 Runden. Und die hier, die wird hier nach unten rutschen. Ja, die Marke, die am nächsten am Ausgang liegt, die ist auch nicht gerade einfach. Und dann haben wir hier noch ein bisschen, ja, Animal Crossing Home Menü. Was sage ich? Einmal Animal Crossing Karten und hier Amiibo Marken. So rum, ja. Und dann haben wir hier noch ein paar Niki-Marken. Also man hat viel Auswahl, dadurch, dass es jetzt sich hier so geändert hat. Aber ihr seht es halt selbst. Man soll wohl lieber auf die Marken gehen, die halt eventuell komplettiert werden können, als wenn man irgendwo reingreift. Wären die beiden hier nicht jetzt da, dann würde ich sagen, gut, ich will was anderes probieren. Aber das würde mich interessieren, wenn ich muss natürlich auch hier reingreifen. Also wenn ich hier jetzt schon am Block hängen bleibe, dann habe ich selber verhauen. Aber ja, ist natürlich auch die Frage. Ich habe nämlich gesehen, dass die Marken hier alle locker sind, schon am Anfang. Dass vielleicht dieser Block am Anfang ein bisschen weiter gerade liegt oder so. Theoretisch kann es daran liegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil wenn der nämlich zu schräg liegt, dann rutscht er ja da oben ab und dann war es das natürlich. Aber ja, nicht lang reden, probieren. So. Na. Zumindest habe ich beide, bin ich mal gespannt. Na komm, schieb. So war es dann vermutlich auch bei meinem Zuschauer, aber ist natürlich die Frage, ob es trotzdem klappt. Na komm. Ja. Ui, komplett? Komplett? Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Gut, der Tod wäre nicht so wichtig gewesen, aber ey Leute, ich bin froh. Kaum zu glauben, kaum zu glauben.
Das war doch Glück, wie die da rübergerollt sind, definitiv. Oh, ich bin wieder froh. Jetzt bin ich wieder wirklich froh. Das Training war okay. Das hat wunderbar geklappt. Set komplett. Wieder einen Schritt mehr in Richtung komplettieren. Sehr schön. Und den Tod brauchen wir uns auch nicht mehr zu kümmern. Doppelt gut. Sehr gut. Aber wie gesagt, dass wenn der Tod nicht gefallen wäre, den gibt es auch noch in meinem anderen Kran mit dem Buhus, wo auch noch ein anderer Luigi dabei ist. Oh ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich hätte schon fast den Befürchtung gehabt, dass ich hier den, ja, seht ihr, alles glockern und es fällt dann vorher so runter. Dass ich dann hier den hätte spielen müssen und dann wäre es eh wieder gefailt. Ihr kennt es ja. So, dann muss man noch ganz schnell zur Sammlung gehen. Ja, der Part wird heute auch ein bisschen früher kommen, weil ich bin heute mal eine Stunde früher aufgestanden. Man sieht es auch hier oben an der Uhrzeit. So, jetzt nochmal schön zur Sammlung gehen. Oh, freut mich. Das freut mich richtig. Also, dass der Tod da noch mit runtergerollt ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte vielleicht gar nicht sagen können, gut, der Luigi bleibt liegen, aber okay. Ich muss mir das in der Aufnahme nochmal angucken, wie das überhaupt passiert ist, dass der mit drüber gerollt ist. Hat der Block ihm unten irgendwie so nach oben geschoben, dass er dann nach rechts gerutscht ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber da haben wir es. Sehr schön. Freut mich. Und das ist unser Set Nummer 175. So, alles klar. Wartet mal, bevor ich hier aufhöre, möchte ich mal ganz kurz gucken, wie viele Sachen wir dann bisher haben. Das hier ist es, gell? Genau. Also 12 von 14 haben wir angefangen und 8 von 14 haben wir komplett. Also das ist doch schon mal eine gute Ansage. Ich glaube sogar, dass der, ja, ich sehe es gerade hier, der Luigi-Kran, also gerade der Buhu-Luigi-Kran ist hier nicht drin, weil, nehmen wir mal, der Luigi, der in dem Kran eben drin war, der war hier drin. Wartet mal, hatten wir das irgendwo? Hier bei Prinzessin Peach war das, gell? Bei dem hier. Hier ist der Luigi mit drin, also dieser eine, der hier auch eben dabei war. Und der andere Luigi, der ist dann halt auch, ja, der ist, es gibt zwei verschiedene Luigi so rum. Okay, gut, dann aber, ja, dann hoffe ich, hat der Part dir gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist, ob ihr es vielleicht in 4 Runden geschafft habt oder was ihr heute gespielt habt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.